wie du gerne aussehen würdest. Okay, Outfitters. Ich denke, hier sind wir richtig. Da spaziert also ein Mann aus der Vergangenheit durch meine Tür. Hat sich wohl rumgesprochen, was es hier so alles gibt. Aber wir sollten uns erstmal um ihren Anzug kümmern. Für den könnte ich Ihnen ein gutes Angebot machen, im Tausch gegen etwas, sagen wir, Unauffälligeres. Alles klar, Koffer. Jeder dieser Anzüge verfügt über besondere Eigenschaften. Ihre Entscheidung, welcher Ihnen am ehesten zusagt. Na dann, wollen wir doch mal sehen. Ödländer, steigert deine Ausstrahlung um 5 Punkte, wodurch die Käufe in der Stadt günstiger werden. Klingt ja schon mal nicht schlecht. Ledernacken. Ledernacken sind robust. Verbessere deinen Schutz vor allem, was weh tut. Fahrzeuge nicht inbegriffen. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Techniker. Konstruiere wie ein Profi. Verbessere all die coolen Dinge, die du entwickelt hast. Kugelschreiber-Etui nicht inklusive. Okay. Da ich ja immer sehr offensiv spiele und gern waghalsig unterwegs bin, denke ich, der Ledernacken sollte ganz gut passen hier für mich. Möchtest du wirklich mit diesem Rüstungstyp spielen? Du kannst es im Nachhinein nicht mehr ändern. Ja, ich denke, das ist geht um. Klar für mich. Ledernacken, hervorragende Ware. Danke, 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 nicht ich weiß. Vergessen. Ich kaufe und verkaufe jede Art von Ware. Okay, dann zeig mal her. Möchten Sie handeln? Ich habe ja so gut wie keine Dollars hier. Kann ich ein wenig was verkaufen? Was ist das? Selbstschutzanlage einstellen und extra. Nein, brauche ich nicht. Will ich nicht. Sprengsatz brauche ich auch nicht. Sprengsatz brauche ich nicht. Munitionspaket weg. Schraubenset weg. Nanotrite in Verbindung weg. Elektrobausatz weg. Desinfektionsmittel heben wir auf. Da möchte ich dann mal noch ein paar Bandagen herstellen. Kleiner Akku brauche ich nicht. Fässer, verschiedene Objekte. Volt-Tech-Wackelfigur. Was mache ich damit? Möchte ich eigentlich nicht verkaufen. Ich denke, das ist irgendein Gimmick. Ich behalte sie mal noch. Dann schauen wir mal, ob ich hier, was ich hier kaufen kann, was es Schönes gibt. Schnelllader. Mehr schießen, weniger nachladen mit der Schrotflinte. Oh, das klingt doch super. SG-Stabilisator. Stabilisiert dein Sturmgewehr, auch wenn du unsicher bist. Okay. SG-Konzentrator. Reduziert die Streuung deines alten, rostigen Sturmgewehrs. Leichtes Rüstungsupgrade. Ein leichtes Upgrade zu deiner aktuellen Rüstung. Was gibt's hier? Maschinengewehr. Oh, Maschinengewehr. Könnte man dann kaufen. Startpaket. Der klassische Satz Spielkarten für Rage Mania. Es sind nicht viele, aber immerhin. Sehr schön. Was ist das noch? Ah, Sammelkarte Janus. Munition. Gibt es da irgendetwas Neues, was wir gebrauchen können? Komponenten. Hier sieht jetzt nicht unbedingt so aus. Ausrüstung. Also aktuell nichts, was ich hier... Ich würde mir, da ich ja gerne mit der Schrotflinte unterwegs bin, den Schnelllader besorgen. Ich glaube, das ist eine gute Investition. Den können wir dann, denke ich, auch bald ausprobieren. Mit Ihnen Geschäfte zu machen. Danke, ich weiß. Okay. Dann... Solltest hier möglichst unauffällig bleiben. Erzähl niemandem, dass du aus der Vergangenheit kommst. Sind hübsche Kopfgelder auf euch ausgesetzt. Aber du hast Glück. Ich hasse die Regierung mehr, als ich die Kohle brauche. Vielen Dank, du bist einfach unheimlich nett zu mir. Jobboard. Jobboard. Der Vermisste. Achtung, Bürger und Besucher von Wellspring. Ein Mitglied unserer Gemeinschaft wurde von den Ghosts entführt. Wer sind die Ghosts? Bitte schön, schon wieder. Wir suchen nach jemandem, der den Mut hat, im Unterschlupf der Ghosts nach ihm zu suchen. Es ist zweifellos gefährlich, aber es winkt eine große Belohnung. Finde Spuren des vermissten Bürgers, um die Belohnung zu erhalten. Das klingt doch super. Das würde ich... einfach direkt... Ach, die Ghosts. Die Ghosts hatte ich doch schon.
Hab ich das schon wieder vergessen hier? Ey, hast du mich angespuckt? Wenn ich könnte, ich würde dir den Kopf schießen. Okay, ich würde sagen, gehen wir mal so angepasst, wie wir sind, zu Clayton zurück. Dem alten Bürgermeister hier. Mal hören, was er zu sagen hat. Schon viel besser. Jetzt sehen Sie aus wie ein anständiger, hart arbeitender Bürger. Aber es gibt da noch ein Problem. Also, Sie können Ihr Fahrzeug nicht einfach vor meiner Stadt abstellen. Wir sind zivilisierte Menschen. Wir haben Regeln. Und da Sie sicher länger hier bleiben, brauchen Sie einen ordnungsgemäßen Parkplatz. Gib mir doch einfach einen, dann parke ich auch gern ordnungsgemäß. Jetzt sollten Sie mit Mick in seiner Werkstatt sprechen. Er kann helfen. Verstanden? Miete eine Garage. Sie brauchen einen Platz, wo Sie Ihr Fahrzeug unterstellen können. Gehen Sie zu Mick und fragen Sie ihn nach einem Platz zu mieten. Sie finden ihn in der Werkstatt gegenüber von meinem Büro. Er hat bestimmt ein besonderes Angebot für Sie. Wenn du bei Mick warst, schau bei Sheriff Black oben im Gefängnis vorbei. Na klar, da kann ich mich gleich einmal... Nachdem Sie bei Mick waren, gehen Sie zu Sheriff Black. Jo. Er sollte die Vorräte mittlerweile zusammen haben. Unser Sheriff wird Ihnen gefallen. Na, da bin ich gespannt. Doch, jetzt erst einmal schnell zu Mick. Mick, der alte Garagemeister. Oh, Micks Garage. Oh, ein süßes Wägelchen hier. Ein süßes Wägelchen. Wen haben wir denn da? Ein wunderschöner Tag. Was kann Mick denn für dich tun? Ich brauche einen Garagenplatz. Oh, eine Garage? Na, dann bist du hier ja genau richtig. Also hier ist der Deal. Der beste im ganzen Ödland. Du lässt mich alle Reparaturen an deinen Wagen machen und jetzt rat mal, das deckt genau die Miete. Ist doch spitze, oder? Wie ich sehe, hast du einen dieser begehrten Kurzwellensender ergattert. Genau das Richtige. Sehr gut, sehr gut. Also wenn du mal liegen bleibst und Hilfe brauchst, hey, dann funkst du mich einfach kurz an. Haha, das ist ein Service, was? Ja, voll der Service. Da kommst du in die Garage. Oder du fährst einfach vorm Haupttor vor und ich lass dich rein. Leichter geht's nicht, oder? Ach, und übrigens, willkommen in Wellspring. Ich möchte ehrlich wissen, auf was der Typ ist. Man kann ja unmöglich so freundlich sein und dabei so gucken. Okay. Mick, haben wir abgehakt. Deine Fahrzeuge werden in der Garage in Wellspring geparkt. Den Eingang findest du bei Mick. Okay. Damit ist mein Fahrzeug wohl geparkt. Da würde ich sagen, gehen wir mal zum Sheriff und schauen, was er für uns hat. Sheriff war hier oben. Ja, Sheriff, genau hier. Hier die Gefangenenliste der letzten 2 Stunden in diesem ruhigen Örtchen. Lass mich raten. Du bist der Fremde, der Danlord Clayton mit Nachschub versorgt. Muss wohl so sein, wenn du davon gehört hast. Ich fürchte, das läuft so nicht. Ich werde dich die Vorräte auf keinen Fall in einem unbewaffneten Buggy transportieren lassen. Da könnte ich das Zeug ja gleich auf die Straße werfen. Schau mal bei Rusty vorbei, am Eingang zur Rennstrecke. Bei ihm kriegst du alle Kanonen, die du brauchst, okay? Okay, da krieg ich bestimmt alle Kanonen, die ich brauche. Der nuschelt auch ein wenig. Mach den Buggy scharf. Lass mich raten, du bist der Fremde, der Dan laut Clayton mit Nachschub versorgt? Ich fürchte, das läuft so nicht. Ich lass dich die Vorräte auf keinen Fall in einem unbewaffneten Buggy transportieren. Besorg dir eine Wumme, dann kannst du dir hier die Vorräte für Dan abholen. Schau mal bei Rusty vorbei, am Eingang zur Rennstrecke. Er kann dich mit Kanonen versorgen. Besorg dir eine Wumme, dann kannst du dir hier die Vorräte für Dan abholen. Alles klar, ich geh mir mal eine Wumme besorgen. Rusty war, ich glaube, hinten bei Outfitters. Bei dem alten Koffer gleich um die Ecke. Hier.
Okay, Rusty. Bist du neu hier? Tja, ich habe alles, was du brauchst, um deine Karre am Laufen zu halten. Na dann, zeig mal her. Dann pass mal auf, bei mir gibt's Ware nur gegen Rennscheine. Und die musst du dir auf der Rennstrecke verdienen, nirgendwo sonst. Also wenn du bei mir einkaufen möchtest, dann sprich mit Jackie Weeks. Der ist immer auf der Suche nach neuen Fahrern. Mach die Buggy scharf, gewinne genug Rennen, um dir ein paar Waffen für den Buggy zu leisten. Okay. Hey, mein Freund. Jackie Weeks. Also wenn du kein Rennfahrer bist, fress ich ein Besen. Lass es dir schmecken, würde ich sagen. Ein paar Runden und ein paar Rennscheine? Ja, vielleicht. Die sind echt nützlich. Hallo, ich bin Jackie Weeks, Veranstalter aller Hochgeschwindigkeitsrennen hier in Wild Spring. Und wenn ich sage aller, mein ich auch aller. Wenn's dich auch mal in den Fingern juckt, sprich mit meinem Partner da drüben, Slim. Er kann dich für jedes Rennen anmelden. Komm wieder, wenn du Lust hast, mal richtig Gas zu geben. Alles klar, Slim ist bestimmt der schlanke Typ hier. Jawohl, Slim, der Ultra-Slimme. Hallo, mein Freund. Ich heiße Karl, aber alle nennen mich nur Slim. Lustig, oder? Okay, ja. Wenn du ein Rennen fahren willst, komm zu mir. Sieh dir ruhig an, was wir alles zur Auswahl haben. Wenn dir eins gefällt und du die Voraussetzungen erfüllst, bist du dabei. Gewinne werden in Rennscheinen ausgezahlt. Damit kannst du dir deinen Wagen bei Rusty aufrüsten lassen. Kann jeder gut gebrauchen. Lust, okay. Blick auf den Rennplan zu werfen? Was ist das? Anfängerglück. Anfängerglück soll das heißen, okay. Für gerade einmal null irgendwas. Null Ziel fahren. Okay, klasse Buggy. Beende alle drei Runden unter Paarzeit, um die maximale Anzahl von Rennscheinen zu gewinnen. Paarzeit ist hier 2 Minuten 5 für 15 Rennscheine, wenn ich das richtig interpretiere. Dann wir Zeitfahren. Zeitfahren klingt gar nicht so schlecht. Das kann man einfach mal probieren. 15 Rennscheine, 2 Minuten 5. Okay, die Beherrschung deines Turbos ist der Schlüssel, wenn du die Bestzeit schlagen willst. Dann probiere ich einfach mal Glück. Gucken, wie weit ich komme. Okay, hier können wir Turbo einsammeln. Und dann geht er los. Bisschen aufpassen hier, ich darf mich nicht so sehr verlenken, denn sonst werde ich es nicht schaffen. So. Haben wir die erste Runde schon geschafft. Und hier die Probe. Das ist eine ziemlich steile Probe. Jetzt mal ein bisschen aufpassen. Über die Brücke. Erledigt. Letzte Runde läuft. Ob ich es schaffen werde? Ich habe die Zeit gerade überhaupt nicht im Blick. Konzentriere mich hier nur aufs Fahren. Und Gas geben. Endsport, würde ich sagen. Vorne ist das Ziel. Und jawohl, geschafft. 1 Minute 35. 2 Minuten 5 waren gefordert. Das sieht gut aus. Damit habe ich die 15 Rennscheine wohl gewonnen. Gib Rusty deine Rennscheine, um ein paar Waffen für den Buggy zu kaufen. Ich habe die besten Autoteile, die es gibt. Zeig mal her. Willst du dich mal umsehen? Okay, Fahrzeugausrüstung, Dünenjäger, Minikanonen, nimm die Feinde ins Visier und bereite ihnen Schmerzen, geringe Autozielfunktion. Okay,
dann werde ich das wohl kaufen. Oh, ID-Motiv. Einer der letzten Überreste einer längst verstorbenen Rasse von Spielentwicklern, trage ihn mit Stolz. Das werde ich tun. Gekauft. War wieder Teufel, mein Freund. Und jetzt kann ich wieder zu Sheriff Black zurückgehen. Werte Bürger von Wellspring. Um ihn um die Waren abzuholen für Dan. Hallo Sheriff. Sehr gut. Mit den Kanonen solltest du erstmal sicher sein. Jetzt nimm dir die Vorräte und knall jeden ab, der sich dir in den Weg stellt. Nichts einfacher als das. Fahre zurück nach Westen zu Haggers Siedlung, um dort die Vorräte bei Dan abzuliefern, der sich bestimmt unheimlich freuen wird. So, dann muss ich jetzt, glaube ich, zum Mix gehen. Rede mit Sally in der Bar wegen eines lukrativen Jobs. Dann sollten wir wohl nochmal in die Bar gehen. Second Chance Bar. Jetzt bin ich verwirrt. Vor uns in der Raffinerie gab es doch auch Second Chance. Warum gibt es hier nochmal ein Second Chance Schild? Hallo Spector. Eine gute Wache. Sagte die Regierung nicht, sie hätte den Wasserpreis stabilisiert? Mit so einer neuen Technik? Was gibt's zu erzählen? Pass auf, ich gebe dir einen guten Rat. Hier kommt's auf deinen Ruf an. Wenn dich keiner kennt, mag dich auch keiner und du musst dir den Respekt erst verdienen. Am besten, indem du die Straßen sicherer machst. Will heißen, Banditen abknallen. Das lässt dein Ansehen steigen und füllt meine kleine Bar. Wie wär's damit? Du bekommst von mir für jede zerstörte Banditenkarre eine Belohnung. So würden wir beide profitieren. Steht der Deal? Das klingt doch schon gar nicht so schlecht. Sallys Belohnung. Pass auf, ich gebe dir einen guten Rat. Hier kommt's nur auf deinen Ruf an. Respekt bekommst du am besten, indem du die Straßen sicherer machst, will heißen, Banditen abknallst. Sichere Straßen bedeuten mehr Geschäft für meine Bar. Für jeden erledigten Banditen im Ödland zahle ich dir eine Belohnung. Für jedes zerstörte Banditenfahrzeug gibt es eine Belohnung. Also wäre ich doppelt belohnt. Sehr gut. Du kapierst langsam, wie hier der Hase läuft. Jawohl,